Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Live-Sofa-Talk hier live auf Facebook, live aus dem Theater St. Gallen. Ich darf begrüßen zu Ihrer Rechten und meiner Linken die Leiterin der Maskenabteilung, Annette Keim. Herzlich willkommen, Annette Keim. Schön, dass du da bist. Vielleicht möchtest du einen Augenblick, etwas, einen kleinen Moment sagen, was du, wie deine Biografie ist, deine berufliche Biografie, wie es dich nach St. Gallen verschlagen hat. Also zum einen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Was meine Biografie betrifft, ich habe nach meiner Friseurlehre die Ausbildung in Baden-Baden gemacht. Des Weiteren waren Theaterstationen Konstanz, Mainz und München. Ich war in der Zeit auch bei den Salzburger Festspielen, bei den Bayreuther Festspielen. Bin seit 1996 am Theater St. Gallen, eine ziemlich lange Zeit, spricht eigentlich fürs Haus. War in den ersten Jahren stellvertretende Chefmaskenbildnerin und bin seit 10 Jahren Leiterin der Maskenabteilung. Inzwischen bin ich in der Prüfungskommission der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe, weil wir als eine der wenigen Theater hier in der Schweiz auch ausbilden. Ich darf kurz dazu sagen vielleicht, dass du nicht aus Süddeutschland stammst, auch wenn die ganzen beruflichen Stationen ja eher im süddeutschen oder im österreichisch-schweizerischen Raum waren, sondern aus Düsseldorf kommst. Man hört es nicht, aber es ist dann doch so. Man könnte fast sagen, es hat dich immer irgendwie ein bisschen weit, also nicht wahnsinnig weit, aber doch in weitere Ferne verschlagen. Hast du nie gedacht, ich möchte mal wieder in der Nähe von meiner Heimat arbeiten? An für sich nicht, wobei ich sagen muss, ich bin auch gerne wieder mal in der Heimat, in Düsseldorf, wo ich herkomme. So gesehen, wenn man bedenkt, dass ich seit 1996 in St. Gallen bin, finde ich, spricht es auch dafür, dass ich hier eigentlich angekommen bin. Und St. Gallen war für mich tatsächlich immer von großer Überzeugung. Zum einen der See, die Berge zwischen München und Zürich, mit einer hohen Lebens- und Wohnqualität und einem spannenden Arbeitsplatz. Also insofern muss ich sagen, ist das eigentlich für mich bisher immer wirklich, wirklich ganz toll gewesen. Also man kann sagen, du bist hier richtig. Ich bin hier angekommen. Ja, du hast aber nicht den Beruf der Maskenbildnerin gelernt, sondern du hast erst eine andere Ausbildung gemacht, so wie das eigentlich üblich ist, auch mittlerweile noch, oder? Ist doch immer noch so. Also zu meiner Zeit war es üblich, tatsächlich eine abgeschlossene Coiffeur- oder Friseur-Ausbildung zu machen. Das ist es inzwischen nicht mehr. Es gibt da ganz klare Richtlinien seit vielen, vielen Jahren. Es ist ein duales Ausbildungssystem. Also die Auszubildenden haben eigentlich die Ausbildung zum einen hier im Betrieb, und zum anderen in der Berufsschule, die allerdings nicht in der Schweiz existiert, sondern die fahren dann nach Deutschland, nach Süddeutschland, nach Baden-Baden. Und die Prüfung selber wird dann auch von der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe abgenommen. Das heißt aber, die gilt in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland genauso. Also es ist ein für alle drei Länder geltendes System, ja, auf eine Art. Ja. Weil ich gerade davon gesprochen habe, eine andere Ausbildung, ein großer Teil von eurem Job ist ja, also der größte Teil ist eigentlich Menschen verändern. Die Leute, die wir besetzen, sehen noch vollkommen anders aus als die Menschen, die dann auf der Bühne auch tatsächlich zu sehen sein werden, die Zuschauerinnen und Zuschauer dann sehen. Und einer der größten Teile ist ja eigentlich die Frisur. Wenn man die Frisur verändert von einem Menschen, hat man ihn schon relativ stark verändert. Wenn ich eine Maske, eine Glatze hätte, dann würde ich vollkommen anders aussehen als mit diesen Haaren. Und deswegen wäre meine erste Frage an dich, diese Frage nach den Perücken. Ein großer Teil von eurer Arbeit, der auch sehr viel Zeit kostet, ist ja das Perückenmachen, Perückenknüpfen, oder? Das ist richtig. Also zum einen haben wir eine Werkstatt, hier in der Maske auch. Das heißt, ein großer Teil, ich würde fast sagen, der größte Teil der Perücken, die man später auf der Bühne sieht, sind handgemacht. Das heißt, ich habe jetzt hier mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Man kann das hier vielleicht erkennen. Als allererstes nehmen wir von allen Darstellern, die hier fest im Ensemble sind, Kopfabdrücke.
Das erleichtert uns die Arbeit, weil wir dann quasi den Originalkopf schon da haben. Und darauf werden Monturen gemacht. Ich habe also hier ein Beispiel für eine Produktion, die in der nächsten Spielzeit kommen wird. Das ist jetzt keine ganze Perücke, das ist nur eine Dreiviertelperücke. Aber auf diese Montur, die man quasi auf den Kopf spannt, werden diese Haare reingeknüpft. Und die Haare werden wirklich fast einzeln reingeknüpft. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie Teppichknüpfen. Man hat eine Nadel mit einem Widerhaken und muss also in die Waben reinknüpfen und einen Knoten machen. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das, wenn man also gänzlich eine Perücke macht, ich habe da hinten noch ein anderes Beispiel für auch eine Produktion, die in der nächsten Spielzeit kommt, dann ist es relativ zeitaufwendig. Das heißt, man muss für eine Gesamtperücke etwa Minimum 60 Stunden rechnen. 60 Stunden Werkstattzeit. Hinzu kommt das Problem des Haares. Also wir haben natürlich immer den Wunsch, dass das alles so natürlich aussehen soll wie im echten Leben. Bedingt eigentlich Echthaar. Echthaar ist allerdings ein nachwachsender Rohstoff, der bedingt durch Umwelteinflüsse, Ernährung der Damen, die sich die Haare schneiden lassen, beeinflusst wird. Und insofern das Haar, das in der Hauptsache aus Asien kommt, hat manchmal gar nicht die Qualität. Also wenn tatsächlich ein Kostümbildner zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne wie dieses blonde Haar, was wir da hinten sehen, gerne in 70er, 80er Länge, dann muss ich sagen, das geht gar nicht. Das ist nicht auf dem Markt, oder wenn es auf dem Markt wäre, wäre es für uns nicht zu bezahlen. Also dieses Thema Echthaar ist ein großes Thema. Wir schwenken langsam so ein bisschen um in den Bereich Kunsthaar. Es gibt inzwischen ganz hochwertiges Kunsthaar auch, das von der Verarbeitung her ganz ähnlich ist, in der Nachbearbeitung zum Frisieren ein bisschen anders. Aber jetzt gerade auch der Wunsch für diese Produktion, langes, hellblondes Haar zu bekommen, also da können wir tatsächlich nur auf Kunsthaar übergehen. Das ist tatsächlich ein großer Teil unserer Arbeit, ist das Knüpfen in der Werkstatt, ja. Dann möchte ich gleich mal eine Frage quasi stellen an das Nähkästchen, aus dem du plaudern könntest. Was macht ihr denn, wenn ihr dann so lange knüpft? Radio hören, euch Geschichten erzählen oder schon die nächste Spielzeit planen? Also es ist tatsächlich so, dass in meinem Team da verschiedenste Bedürfnisse bestehen, die ich auch gerne berücksichtige. Es gibt Kolleginnen, die gerne ihre Ruhe haben, sich dann in einen anderen Raum begeben und konzentriert arbeiten können. Es gibt Kolleginnen, die den Austausch brauchen, was ich auch gut finde. Also da ist jeder ganz individuell. Das Radio kommt auch zum Tragen, das ist richtig. Aber man muss sich vorstellen, es ist zwar eine relativ monotone Arbeit, aber man muss viel berücksichtigen. Es geht darum, dass es eine Perücke ja nicht nur aus einer Farbe besteht, sondern es sind verschiedenste Melierungen. Ich schaue jetzt gerade auf deinen Kopf, Armin. Da sind auch verschiedene Haarfarben. Also das heißt, man muss sich da konzentrieren, wie wird die Melierung, wie wird die Wuchsrichtung, ist ein Scheitel dabei, müssen wir irgendwas berücksichtigen, weil es ja eben auch darum geht, dass es nachher wirklich perfekt dem Darsteller passt. Also man muss sich schon ein bisschen konzentrieren, kann dazwischen aber durchaus reden. Man könnte aber auch, wenn man wollte, jetzt nicht das Haar meliert knüpfen, sondern noch nachfärben. Also kommt es auch mal vor, dass jemand sagt, ihr habt eine super tolle dunkelbraune Perücke geknüpft, aber dann sagt die Abteilung Kostümbild, ach, ich hätte gern noch so einen leichten Kastanienbraun oder so einen Rotstich noch drin und ihr müsst nachfärben? Das kommt vor. Das kommt oft vor, wenn wir die Perücken dann wirklich hier auf der Bühne bei den Endproben sehen, bei den originalen Lichtverhältnissen, dass wir dann wirklich sagen, da müssen wir noch nachbearbeiten. Es ist relativ schwer, weil dieses Haar, was wir verwenden, bereits bearbeitet ist. Also das heißt, die Haarfirmen in Deutschland haben das Haar bereits gefärbt, weil das im Original schwarz ist. Und insofern ist das kein großer Aufwand, aber es ist relativ schwierig, dann noch nachzubearbeiten. Also insofern ist es gescheiter, im Vorfeld genau zu besprechen und vielleicht sogar tatsächlich auch mal mit den Farben hier auf die Bühne zu kommen und zu gucken, wie wird das Licht, ist das so in Ordnung. Jetzt sind Perücken und Haare und Frisuren natürlich ein Teil. Also Perücken sind wahnsinnig aufwendig. Frisuren, da kann man noch mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Opern oder Musical-Darsteller natürlich mit dem eigenen Haar was machen und hat dafür natürlich auch wahrscheinlich am liebsten Leute mit langen Haaren, wo am meisten irgendwie Volumen drin ist oder so. Aber ein großer anderer Teil oder der zweite wichtige Bereich ist doch Schminke. Und da wäre vielleicht eine spannende Frage, oder da fragt man sich immer,
wie kriegt man das denn hin, dass bei so einer schweißtreibenden Angelegenheit wie bei einer Theatervorstellung oder bei einem Musical, was noch viel mehr Bewegung immer bedeutet, dass die Schminke dann überhaupt auch so da dran bleibt? Also ich muss dazu sagen, wir verwenden natürlich nicht das Equipment, Make-up, was im Alltag von vielen Damen gebraucht wird, sondern das ist tatsächlich so, es gibt spezielle Theaterschminke, die hochpigmentiert ist, die einfach von der Farbintensität schon mal her ganz anders ist, aber die auch beinhaltet, dass sie einfach schwitzfest ist. Inzwischen gibt es natürlich auch Sachen, wir arbeiten sehr viel im Musical-Bereich mit Airbrush-Farben, die besonders gut halten. Aber da geht es eigentlich wirklich darum, dass man sagt, da haben wir natürlich im Laufe der Jahre auch viele neue Produkte erfahren dürfen können, die vielleicht aus der Filmindustrie, aus dem Fernsehbereich kamen, die wir inzwischen auch umsetzen können. Und insofern gibt es eigentlich fast keine Probleme mehr in der Hinsicht, dass man sagt, da schwitzt jemand was weg. Das größte Problem sind eigentlich die Glatzen, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin ja schon länger am Theater, ich kenne natürlich auch Schauspieler, die wahnsinnig schwitzen. Die sind nach 3 Minuten auf der Bühne schon nass geschwitzt und du denkst dir, wie viele Liter Wasser müsst ihr eigentlich vorher trinken, damit ihr das irgendwie hinkriegt. Und hier auf der Seitenbühne gibt es ja dann überall so Kleenex oder so Abtropftücher und manchmal auch einen Einruf von der Inspizienz, Maske bitte auf der rechten Seite für Herrn so und so oder Frau so und so. Und dann muss doch manchmal noch was nachgezogen werden, oder? Ja, es muss oft nachgeklebt werden, das muss ich tatsächlich sagen, ob das jetzt kleine Schnauzbärte wie hier wären. Also hier sammelt sich natürlich gerne der Schweiß an. Normalerweise Perücken halten relativ gut, also wir kleben die auch rundum, das heißt, die ganze Kontur wird auch geklebt. Das größte Problem ist tatsächlich die Glatze, weil sich ein Vakuum unter dieser Glatze bildet, man schwitzt und der Schweiß muss tatsächlich irgendwo raus. Also das ist immer unsere größte Sorge. Ein Stück, wo eine Vollglatze ist, dass wir wirklich sicher sein können, das hat natürlich auch mit dem Kleber zu tun. Wir verwenden da schon spezielle Kleber, aber trotz alledem eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Also wir sind dann immer wirklich, wirklich sehr nervös. Im Laufe des Abends funktioniert das. Dafür haben wir allerdings auch die Proben, wo wir sagen müssen, wenn wirklich was nicht funktioniert, dann arbeiten wir mit dem Kostümbildner zusammen, dass man sagt, kriegt der vielleicht doch ein wenig einen höheren Kragen, damit, falls irgendwas passieren sollte, man das nicht sieht. Also man findet eigentlich immer eine Lösung. Und ein dritter Bereich sind hier so Masken, die von euch angefertigt werden. Also man könnte sagen, eigentlich eine Bastelarbeit, oder? Auch eine Bastelarbeit, natürlich Perücken ist vielleicht auch Handwerk, könnte man sagen, aber das ist nochmal eine ganz andere Aktion. Was sehen wir denn hier für Tiere? Sind das also das habe ich jetzt mitgebracht, das ist eigentlich auch ein Produkt, was wir jetzt, was eine Maskenbildnerin modelliert hat, weil da geht es wirklich um Masken bauen, Masken modellieren in erster Form. Das heißt, da unten drunter sieht man eigentlich einen Abdruck, einen Gipsabdruck, darauf wurde dieser Vogel modelliert. Und ganz im ursprünglichen Sinne wurde dieser Vogel eigentlich mit Papier und Kleister kaschiert, sagt man. Und der wird nachher bearbeitet. Ich habe dir im Vorfeld schon mal ein Bild gezeigt. Vielleicht kannst du das mal kurz zeigen. Das war die Vorlage und der Wunsch der Kostümbildnerin. Und ich finde, das Resultat ist fantastisch geworden, sodass man sagen muss, das ist eigentlich das, dieses Ursprüngliche, das Maskenbauen, Maskenmodellieren. Aber das Spektrum ist natürlich inzwischen ein riesiges. Also was den Beruf betrifft, ist die Bandbreite, was wir machen und was wir produzieren, enorm. Ich wundere mich manchmal sehr. Ich denke, ich bin jetzt schon lange genug im Beruf, dass ich das Gefühl habe, ach, ich habe eigentlich schon vieles gesehen. Aber es kommen immer wieder neue Inputs, neue Ideen, die einen dann sehr überraschen und die eigentlich dann auch so den Ehrgeiz entwickeln, auch in meiner Abteilung, das wirklich nochmal auszuprobieren und sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen. Wie viele Menschen arbeiten bei dir in der Abteilung? Wir sind insgesamt 9 im Team, 9 Maskenbildnerinnen. Ich habe noch einen Pool von Aushilfen, um die großen Stücke eigentlich dann wirklich über die Bühne zu bringen. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Wir haben ja in normalen Zeiten einen doch eher strengen Vorstellungsbetrieb. Und insofern bleibt für die Werkstattzeit manchmal wirklich nicht genügend Zeit. Es braucht manchmal wirklich im ersten Anlauf eigentlich das sofortige Resultat. Wir haben nicht viel Zeit zum Ausprobieren, sondern wir müssen
wie man hier sieht, auch im ersten Anlauf gerade das Resultat schaffen. Deswegen bin ich eigentlich sehr glücklich, dass ich sehr, sehr hochqualifizierte Mitarbeiterinnen in meinem Team habe, die das sofort umsetzen können. Und jede von ihnen hat eigentlich auch so ein gewisses Spezialgebiet, sodass wir sagen können, die eine ist besonders gut im Modellieren, die andere ist besonders gut im Knüpfen, die andere ist besonders gut im historischen Frisieren. Also insofern geht sich das eigentlich sehr gut aus. Und müsst ihr dann manchmal, oder ich kann es mir gut vorstellen, dass ihr mit anderen Abteilungen auch zusammenarbeiten müsst, gerade beim Maskenbauen, da muss man überlegen, oder ob man mit der Kostümabteilung zusammenbaut oder vielleicht sogar mit der Kaschierwerkstatt mal, oder wenn es überdimensionale Masken sind, keine Ahnung, auch noch mit dem Mahlsaal, oder kommt das auch schon mal vor? Das kommt vor. Wir haben natürlich in der Hauptsache mit dem Kostüm zu tun, weil es manchmal eben Übergänge gibt, wie man hier bei diesem Hund sieht. Ich zeige das jetzt mal, ich lege mal das Mikro kurz weg. Soll ich ihn mal halten? Also da kann man sehen, dieser Teil ist von uns auch modelliert worden, von einer Kollegin. Das ist auch, als Unterbau gab es natürlich einen Gipskopf vom Darsteller. Daraufhin wurde dieser ägyptische Hund modelliert. Der wurde dann auch kaschiert, speziell bearbeitet mit dieser Farbe. Es wurden auch Augen eingesetzt. Und das ist jetzt so in etwa die einfache Art, dass man sagt, der hintere Bereich wird kaschiert mit Stoff. Der Darsteller, handelt sich da um eine Oper, also der Darsteller muss auch noch singen können. Es ist tatsächlich eine Halbmaske. Aber das passiert relativ häufig, dass man mit dem Kostüm zusammenarbeitet. Für diese Produktion, die auf dem Tisch steht, wird es Masken geben, die aus Tierfellen teilweise bestehen und einen fließenden Übergang zum Kostüm haben. Also für uns ist es relativ wichtig, dass wir eigentlich in guter Zusammenarbeit mit der Kostümabteilung auch sind. Ja. Dieser ägyptische Hund ist natürlich aus der Produktion Cesare in Egitto, Giulio Cesare in Egitto, einer Produktion, die kurz bevor sie rauskommen konnte, dann doch noch von der Pandemie, soll man sagen, einen mitbekommen hat und jetzt verschoben wurde. Da wart ihr aber eigentlich seid ihr vollkommen fertig, oder? Da ist alles fertig gewesen. Die ganze Produktion stand quasi in den Startlöchern. Das ist dann auch komisch, oder? So ein Gefühl. Ja, also es war sehr speziell. Es war eine absolut erfreuliche Produktion mit einem sehr fantasievollen Kostümbildner. Es war eine wunderbare Zusammenarbeit. Wir haben auch in der Woche vor dem 13. März komplett alle Maskenproben noch gemacht, nämlich bevor es endgültig auf die Bühne geht und wir hier Hauptproben, Endproben haben, haben wir natürlich in der Abteilung selber noch Schminkproben, Maskenproben. Das war sehr lustig, sehr erfreulich. Wir waren alle sehr glücklich und auf einmal hieß es so, und jetzt schließen wir das Theater. Ich bin deswegen wirklich auch glücklich, dass man sagen kann, diese Produktion wird noch auf die Bühne kommen. Man wird noch diese wunderbare Arbeit noch sehen. Aber natürlich, es ist so wie in dieser Zeit heute, man muss ein wenig Geduld haben und dann warten, was kommt in der neuen Spielzeit. Genau. Vielleicht noch eine Frage zu dem Thema Zusammenarbeit mit dem Kostümbildner, mit der Kostümbildnerin, oder manchmal gibt es ja auch sogar Leute nur für die Maske. Die kommen mit Vorstellungen, die haben natürlich ganz klare Bilder im Kopf oder sogar Bilder dabei oder was gemalt, gezeichnet, Figuren gezeichnet, und kommen dann zu euch und sagen, ich hätte es gern so und so und so. Und dann überlegt ihr euch, wie ihr das umsetzen könnt. Aber manchmal kommt man doch auch vielleicht zu einem Punkt, wo man denkt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die beste Lösung ist. Also grundsätzlich bin ich da im ersten Gespräch sehr, sehr offen. Ich nehme das mal so entgegen, weil ich finde, es hat ja auch damit zu tun, dass man ein Konzept erstellt hat. Der Regisseur, der Kostüm- und der Bühnenbildner, die haben ein Konzept erstellt, das ich nicht per se über den Haufen werfen werde, weil vielleicht eine gewisse Machbarkeit nicht drin liegt, sondern dass ich eigentlich das Gefühl habe, wir versuchen das mal umzusetzen. Zum anderen hat es aber natürlich auch damit zu tun, dass man sagen muss, wie sieht der Zeitrahmen für diese Produktion aus? Wie sieht der finanzielle Rahmen für diese Produktion aus? Ist das wirklich machbar? Ansonsten muss man vielleicht eine andere Lösung finden. Aber ich bin ganz ehrlich, wir versuchen das immer. Und ich glaube auch,
in den meisten Fällen bekommen wir das auch gut hin. Ich meinte auch nicht, dass ihr die Leute von ihrem Konzept abbringen wollt, sondern dass ihr zum Beispiel die Schauspieler besser kennt oder dass ihr sagt, aus meiner Erfahrung mit dem Musiktheater kann ich dir sagen, du bist vielleicht noch nicht so erfahren, beim Singen könnte das stören oder irgendwie so, dass man dann gemeinsam zu einem Punkt kommt und sagt, Schauspieler XY, Sängerin XY, das könnte da und da besser kommen. Und dann kommen doch die Kostümbildner wahrscheinlich eher zu euch und bedanken sich danach, dass, weil man ja zusammen an einem, oder, an einem Ding arbeitet. Das ist richtig, weil wir haben natürlich direkt mit den Darstellern zu tun, jeden Abend. Also die Machbarkeit für Darsteller, die spielt auch eine große Rolle. Habe ich jetzt ein Meter langes Haar, was sich durch Kunstfaser auflädt, möglicherweise im Gesicht kleben bleibt und für den Sänger oder die Sängerin unmöglich ist, dann werde ich das schon im Vorfeld sagen. Ist es nicht möglich, mit gewissen Masken zu singen, dann sage ich das auch im Vorfeld. Aber da findet man eigentlich, glaube ich, immer eine gute Lösung. Hinzu kommt natürlich auch der Wunsch des Kostümbildners oder der Kostümbildnerin ist das eine. Ich glaube aber auch, dass es noch wichtig ist, wie das Gefühl und die Machbarkeit für den Darsteller und die Darstellerin ist. Jetzt reden wir noch, oder das haben wir schon darüber gesprochen, die Machbarkeit für die Menschen auf der Bühne. Ein großer Teil von eurer Arbeit oder ein Punkt, den man auch herausheben kann, ist natürlich, dass ihr die Letzten seid, sozusagen mit denen die Menschen, die auf der Bühne stehen, zu tun haben. Also wie ist denn das? Ist ja ein bisschen auch eine knifflige Angelegenheit, oder, da in der Maske. Ich kenne das, wenn man da reinkommt, denkt man manchmal so, lass den mal lieber in Ruhe oder da kannst du noch ein Scherzchen machen. Aber eigentlich ist es ganz schön, ne, heikle Angelegenheit. Also wir sitzen ja jetzt tatsächlich auf den Originalschminkstühlen. Und wie du sagst, ja, es ist eine spezielle Situation. Maske ist oft der letzte Ort, bevor die Darsteller auf die Bühne gehen. Also das ist ganz individuell und das müssen wir aber auch relativ gut erfahren und erspüren. Wie ist das für jeden Darsteller, für jede Darstellerin? Braucht die oder derjenige absolute Ruhe? Dann ist auch Ruhe, muss es hoch hergehen, dann geht es auch hoch her. Also ich glaube, die Maskenbildner sind schon auch Personen, die ein gutes Gefühl dafür haben müssen und die Sensibilität dafür haben müssen, zu spüren, was braucht die oder derjenige jetzt kurz bevor sie auf die Bühne gehen. Und das hat ja auch viel damit zu tun, es gibt viele, viele Künstler, die wirklich Rituale haben vor der Vorstellung, die einen gewissen zeitlichen Ablauf haben, die auch uns ganz klar sagen, sie kommen nicht 2 Stunden vorher in die Maske, sondern sie kommen genau zu dem Zeitpunkt in die Maske, weil sie vorher noch was machen und hinterher noch was machen. Darauf nehmen wir auch Rücksicht. Ich finde, das ist das Mindeste, was wir tun können, weil wir sind hinter der Bühne. Und ich zoll den Menschen immer meinen höchsten Respekt, die nachher hier auf der Bühne stehen. Und wenn wir sie da in ihrer Arbeit auch hinter der Bühne unterstützen können, dann finde ich, machen wir das gerne. Es gibt ja 2 Abteilungen, die wirklich, wie du sagst, ganz nah am Menschen arbeiten. Die Maske zum einen, die wirklich im Gesicht rumfuhrwerkt, muss man so sagen, und ganz nah dran ist, wo man auch als Schauspieler vielleicht mal sagen muss, schalte ich mich ab gerade oder so, dass ich das nicht so an mich ranlasse. Und das andere sind die Kostümmenschen, also die Dresserinnen oder so. Wie macht ihr das eigentlich jetzt in diesen Zeiten? Da muss man doch irgendwie auch sich ein Schutzkonzept überlegen, oder? Wie man das, ich meine, so nah an andere Menschen kommt man normalerweise nicht dran. Wir haben alle einen Sicherheitsabstand, umarmen passiert nicht mehr, Küsschen geben passiert nicht mehr, aber ihr geht noch mal ganz nah dran. Ja, und deswegen sind wir eigentlich auch froh gewesen, dass wir jetzt in der Phase erstmal bis zu dem jetzigen Zeitpunkt nichts gemacht haben, sondern wirklich nur in der Werkstatt gearbeitet haben. Hinzu kommt, dass wir ja auch schon die Umzugskisten packen. Also wir sind auch schon dabei zu zügeln. Aber wir haben jetzt so quasi als Testphase die Parkspiele und das ist sehr gut. Also wir haben natürlich bedingt durch das Schutzkonzept auch in der Maske ein ganz klares Konzept. Zum einen darf ich in der Maske selber durch die Raumgröße nur 2 Maskenbildner jeweils in der Damenabteilung, in der Herrenabteilung arbeiten lassen, maximal 2 Darsteller. Es muss natürlich alles desinfiziert werden, sobald der Darsteller den Raum verlässt, der nächste kommt. Meine Mitarbeiterinnen haben natürlich Schutzvorkehrungen, ob das jetzt FFP-Masken sind plus Schutzbrille oder Gesichtsvisier und Schutzmaske. Das bedingt aber natürlich auch viel mehr Zeit. Also das heißt, man muss oder wir müssen uns erstmal an diese Abläufe gewöhnen und wir müssen einfach dadurch auch wirklich mehr Zeit einplanen beim Schminkplan. Also insofern sind die Parkspiele für uns eigentlich ideal, wo wir sagen müssen,
so, wir schauen jetzt mal, wie funktioniert das für uns und vor allen Dingen auch für die Darsteller. Weil ja schon allein, also ich meine, ich erinnere mich daran, da gibt es ja teilweise Schminkzeiten oder Maskenzeiten, wie das bei uns heißt, von mal 2 Stunden vor der Vorstellung. Und wenn du jetzt sagst, es könnte noch länger dauern, also dann würde es ja bedeuten, 3 Stunden vor der Vorstellung fangt ihr an oder sogar noch früher, was den gesamten Tagesablauf natürlich dann im Theater auch auf eine Art beeinflusst und den Tagesablauf der Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne. Weil wenn ich 3 Stunden vorher in der Maske bin, was mache ich dann die letzten 2,5 Stunden? Ne? Genau wie du sagst, also welches Ritual kann ich da noch sozusagen erfüllen oder doch noch was essen? Sind ja wirklich neue Bedingungen, die man da jetzt austesten muss tatsächlich. Ja, deswegen sind wir eigentlich auch froh, dass wir spartenmäßig kleine Produktionen bei den Parkspielen machen. Das heißt, es werden keine 3 Stunden sein, es wird viel weniger sein. Bis wir im Provisorium spielen, vergeht nochmal Zeit. Also wir sind da auch optimistisch, dass man sagen kann, vielleicht können wir durch die Raumgröße im Provisorium sowieso ein bisschen anders arbeiten. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir 3 Stunden vorher anfangen. Das würde den kompletten Theaterplan durcheinander bringen. Das würde eure Maske auch dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr mitmachen, oder? Richtig. Das ist ja dann auch. Ist das denn so, dass ihr freut euch, glaube ich, sehr, oder? Darauf, wenn die Sanierung dann vorbei ist, weil dann eure Abteilung größer geworden ist. Da gibt es doch einen Anbau, oder? Ja, also ich bin sehr glücklich. Wir sind eine der Abteilungen, die wirklich, wirklich viel, viel Platz bekommen. Wenn man daran denkt, ich habe das schon öfters gehört, dieses Theater ist ja 50 Jahre alt, etwas über 50 Jahre alt. Als man hier anfing, gab es ein Ehepaar. Es gab den Chefmaskenbildner, der in der Herrenabteilung arbeitete, seine Ehefrau Maskenbildnerin in der Damenabteilung. Damals war man zu zweit. Zwischenzeitlich mit Auszubildenden haben wir das also hochgeschraubt auf teilweise 13 Leute. Im Moment sind wir insgesamt 10. Aber natürlich, die Räumlichkeiten sind so, dass man sagen muss, wir sind an der Grenze angelangt. Also wir sind sehr, sehr glücklich, wenn dann der Umbau stattgefunden hat und wir wirklich, wirklich viel Platz haben. Jetzt sind wir erstmal ganz gespannt aufs Provisorium. Wir werden uns auch ein bisschen aufteilen. Also die Werkstatt selber wird nicht im Provisorium sein, sondern zusammen mit der Schneiderei. Im Provisorium sind dann für den Abenddienst 2 Schminkräume. Es wird spannend und ich glaube, wir freuen uns alle sehr darauf. Ja, ist ja auch ein bisschen ein Schmuckstück, was da gebaut wird gerade. Man ist so eigentlich überrascht, oder wie schnell das geht. Ich bin ganz angetan. Es geht wirklich wahnsinnig schnell und geht super gut voran. Und da fragt man sich natürlich dann, wann kann ich da endlich mal rein? Das ist richtig. Im Vorfeld haben wir natürlich noch diesen, ich sage jetzt mal, Zügelstress. Und wenn man sich überlegt, also wir haben jetzt hier die großen Sachen, aber wenn man sieht oder wenn man einen Blick in unseren Materialschrank werfen würde, von 100.000 kleinen Lidschatten über 30.000 Wimpern, wir haben einen Perückeninventargröße von fast 1.000, die wir jetzt gerade auch nochmal inventarisieren. Also es ist relativ viel, was wir im Vorfeld noch machen müssen. Das heißt, wir werden es dann auf zwei Spielstätten auch legen, also Werkstatt und Spielstätte. Das ist jetzt nochmal eine ganz große Herausforderung, bevor wir dann wirklich sagen können, wir freuen uns drauf. Aber ist es so wie bei anderen Umzügen auch? Also man kennt es ja aus dem Privatleben, umziehen bedeutet immer auch wegschmeißen und sich trennen von Sachen. Ist es bei euch auch so, dass ihr sagt, ach, vielleicht ist die Perücke auch jetzt die längste Zeit bei uns im Schrank gewesen? Also Perücken sind per se eine teure Angelegenheit. Echter ist wirklich sehr, sehr teuer. Es landet nichts im Müll. Wenn wir wirklich uns entscheiden sollten, dass die Perücke nicht mehr so toll ist, überlegen wir immer noch, ob wir vielleicht die Hälfte abschneiden, einen neuen Ansatz machen. Und ansonsten landet sie im Kostüm- und Fundusverkauf. Und da findet sie meistens reißenden Absatz. Da freuen sich die Menschen darüber wahrscheinlich. Die freuen sich sicher, ja. Und wenn ihr es genau, ja. Ja, dann würde ich sagen, danke, Annette Keim. Das war unser Live-Talk. Ich schaue noch kurz, ob doch noch eine Frage gekommen ist. Nein, leider nicht. Unser Live-Talk, unser Facebook-Live-Talk mit Annette Keim, der Leiterin der Maskenabteilung. Schalten Sie nächste Woche wieder ein. Dann sind wir wieder hier am Montag um 5. Bis dahin. Dankeschön. Danke sehr.